zusammen, Leandra hier und ich liebe Tee. Tekan und ich haben gemeinsam eine Videoreihe ins Leben gerufen. Was wir machen? Wir beantworten häufige Verbraucherfragen. Ich habe heute Melanie zu Gast und Melanie hat uns eine Frage mitgebracht. Hallo Leandra, vielen Dank. Und zwar habe ich mich schon immer gefragt, warum im Früchtetee eigentlich nicht ausschließlich die getrockneten Früchte wie zum Beispiel Waldbeeren enthalten sind. Auf der Verpackung steht, dass zusätzlich Aromen enthalten sind, aber schau mal hier. Da sind auch andere Früchte, wie zum Beispiel Hibiskus, enthalten. Also, soweit ich das verstanden habe, reichen die Trockenfrüchte allein nicht aus, um im Tee einen Geschmack zu erzeugen. Aber warum alles mit Aromen besser funktioniert und darüber hinaus noch andere Früchte im Tee enthalten sind, das kann uns unsere Teekannen-Expertin erzählen. Hi, Leandra. Hallo, Antonia. Antonia Wilmeroth arbeitet in der Produktentwicklung bei Teekannen und kann uns alles über Aromen erzählen. Antonia, warum verwendet ihr bei Teekanne Aromen? Das ist eine gute Frage und ehrlich gesagt, du rufst genau zum richtigen Zeitpunkt an. Wir verkosten hier gerade ein paar Proben zur Entwicklung eines neuen Früchtetees. Klasse, da sind wir quasi live dabei und sehen, wie ein neuer Tee entwickelt wird. Bei unserer Verkostung heute geht es darum, wie wir Apfel am besten treffen. Das ist ja interessant. Ich sehe bei dir ja ganz verschiedene Sachen stehen. Ist das Apfelsaft und das in der Schale, ist das Apfelmus? Ja, richtig. Weißt du, mit dem Geschmack, das ist so eine Sache. Es gibt keine genaue Definition oder Formel, wie ein Apfel schmeckt. Die Kunden haben aber eine Erwartungshaltung von anderen Produkten. Das heißt, sie kennen den Geschmack Apfel und möchten diesen dann später auch in unserem Tee wiederfinden. Das heißt, ihr macht gerade ein Apfel-Tasting, um die Erwartungshaltung zu verstehen. Und im Bereich Tee braucht es dafür dann Aromen. Möchtest du einen Früchtetee mit Apfelgeschmack kreieren, dann reicht es nicht aus, allein nur die getrockneten Äpfel zu verwenden. Du bräuchtest viel zu viele, die allein gar nicht in den Teebeutel hineinpassen. Und selbst dann würde der Aufguss immer noch nicht so schmecken, wie du es dir erhoffst. Du musst bedenken, der größte Bestandteil unseres Getränks ist schließlich Wasser. Hiermit lösen wir die guten Inhaltsstoffe unserer getrockneten Rohwaren. Die Aromen verwenden wir also, um die Geschmackserwartungen unserer Verbraucher zu erfüllen. Die Basis unserer Früchtetees hingegen besteht zum Beispiel aus Hibiskus, Hagebutten, Orangenschalen und auch getrockneten Äpfeln. Ah, das ist also die Erklärung, warum in deinem Waldbett hier auch andere Früchte enthalten sind. Als Geschmacksträgerbasis für andere Fruchtgeschmäcker im Grunde genommen. Das ist nämlich so, nicht alle Früchte geben in Wasser ihren vollen Geschmack ab. Nehmen wir zum Beispiel mal eure Waldbeere oder unseren Apfel hier. Auch in getrockneter Form würde dieser dem Wasser leider nicht seinen vollen Geschmack abgeben. Das kannst du ganz einfach mal ausprobieren. Nimm ein Stück Apfel und weiche ihn in Wasser ein. Selbst wenn du ganz lange wartest, würde das Getränk nicht wirklich nach Apfel schmecken. Verstehe. Der Fruchtunterbau aus anderen Rohstoffen, Teile der Frucht und Aromen machen einen Früchtetee aus. Zum einen, um die Geschmackserfahrung der Verbraucher zu treffen, zum anderen, weil es bei manchen Früchten gar nicht anders geht. Dennoch sind auf dieser Packung nur Waldbeeren abgebildet. Ist das so okay? Ja, natürlich. Zum einen sind in der Mischung auch immer die abgebildeten Früchte enthalten, um den Geschmack abzurunden und zum Beispiel vollmundiger zu machen. Auch wenn der Geschmack alleine vielleicht nicht nur durch die Frucht, sondern auch durch das Aroma kommt. Zum anderen möchte der Verbraucher natürlich beim Blick auf die Verpackung wissen, wonach das Produkt schmeckt. Nehmen wir zum Beispiel mal die Hagebutten. Würden wir diese auf der Verpackung abbilden, weil sie zum größten Teil in der Mischung enthalten sind, das Produkt schmeckt aber letztendlich nach Waldbeeren, ich glaube, dann wäre das für Melanie ganz schön verwirrend. Aber man könnte ja schon denken, dass in dem Tee ausschließlich Waldbeeren enthalten sind. Naja, auf der Verpackung sind alle Zutaten genau aufgelistet. Und zum anderen würde bei dem Produkt, was wir hier heute entwickeln, zum Beispiel stehen aromatisierter Früchtetee mit Apfelaroma. Da gibt es auch gesetzliche Vorgaben. Kann ich denn aromatisierte Tees bedenkenlos genießen? Ja, selbstverständlich. Alle Aromen werden auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie überhaupt für Lebensmittel zugelassen werden. Möchte man aber partout keine aromatisierten Tees trinken, naja, dann findet man in unserem breiten Sortiment jede Menge Produkte, die ganz ohne Aroma auskommen. Das macht sogar den größten Anteil aus. Manche Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel spezielle Fruchtsorten, kommen leider nicht ohne Aromen aus. Wäre schade, wenn wir auf das alles verzichten müssten. Vielen Dank, Antonia. Tschüss, Leandra. Gern geschehen. Sollen wir gleich mal diesen Blaubeertee probieren? Gerne. Wenn ihr mehr über Teekanne erfahren wollt, findet ihr Teekanne auf Facebook, Instagram
und teekanne.de. Also ich glaube, das ist richtig gut.